Bevor wir mit dem eigentlichen Video starten, möchten wir euch kurz unseren Partner Radaddel vorstellen. Neben einer großen Auswahl an Spielsystemen, Miniaturen und Zubehör findet ihr auch vieles zum Thema Airbrush. Radaddel führt unter anderem die beliebten Airbrush-Pistolen von Harder und Steenbeck. All das findet ihr im Onlineshop, aber auch im Ladengeschäft in Großweil im schönen Bundesland Bayern. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil in unserem Tabletop Airbrush Einsteiger Workshop. Heute kümmern wir uns um die Reinigung unserer Airbrush und zwar mit einem Ultraschallbad. Heute kümmern wir uns um den Einsatz eines Ultraschallbads. Wir werden unsere dreckige Airbrush da drin mal einlegen, mal gucken, was passiert, was wirklich gelöst wird. Allerdings hat so ein Gerät natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Aber wie funktioniert eigentlich so ein Ultraschallbad? Wir haben ein sehr kleines Gerät, was aber enorm Power aufbringen kann. Und zwar arbeitet so ein Gerät mit kaum wahrnehmbaren Druckschwankungen durch Ultraschallwellen. Dadurch wird ein Über- und Unterdruck erzeugt, wodurch entsprechende Dampfblasen erzeugt werden und in deren Spitzen herrschen Kräfte von über mehreren tausend Bar. Und durch diese Kräfte werden eure Farbpartikel zum Beispiel an eurer Airbrush-Pistole ja quasi abgesprengt. Bevor wir das Gerät aber uns jetzt mal anschauen und testen, was sind eigentlich so die Vor- und Nachteile eines Ultraschallbads? Die Vorteile sind natürlich, ja, wir haben eine sehr saubere Reinigung. Das heißt, wir haben keine großartigen Verschmutzungen, die wir jetzt haben, wenn wir jetzt unsere Reiniger auspacken. Wir müssen mit der Nadel daran. Das heißt, ich baue mein Gerät auseinander, packe das in die Schale, drücke aufs Knöpfchen und hole sie quasi mehr oder weniger sauber aus dem Ultraschallbad. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wir haben halt nicht so die Sauerei. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, wir haben eine sehr, sehr gründliche Reinigung. Das heißt, wir machen zum Beispiel, wenn wir unsere Düsen reinigen, da kann es oft vorkommen, dass wir mit unseren Nadeln da drin rumstochern und dadurch die Düse zum Beispiel vorne ausgefranst wird. Wir können Beschädigungen machen. Das haben wir in einem Ultraschallbad nicht. Wir legen unsere Düse einfach rein, lassen sie in Ruhe und lassen einfach das Ultraschall für uns arbeiten. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Wir kriegen unsere Airbrush natürlich noch viel, viel reiner und kommen auch an Stellen, wo wir vielleicht so manuell gar nicht mehr hinkommen würden. Aber wir haben natürlich auch Nachteile. So ein Gerät muss angeschafft werden und kostet Geld. Dann kann es passieren, dass zum Beispiel Legierungen sich lösen. Das heißt, wenn ihr billige Airbrush-Pistolen nutzt, gerade diese China-Pistolen, habe ich selbst die Erfahrung gemacht, die haben eine ganz billige Legierung drumherum, die löst sich in einem Ultraschallbad tatsächlich nach und nach. Das funktioniert nicht beim ersten Mal, vielleicht auch nicht beim zweiten Mal, aber umso öfter ihr die Pistole dort reinigt, umso öfter wird sie angegriffen und irgendwann löst sich die Legierung dieser billigen Airbrush-Pistolen. Bei teuren Pistolen habe ich das bislang noch nicht ausprobiert, aber da konnte ich auch im Netz nichts drüber finden. Viele reinigen ihre Airbrush-Pistolen in einem Ultraschallbad, von daher gehe ich mal davon aus, dass die hochwertigen Pistolen einfach nicht angegriffen werden. Was ebenfalls passieren kann, es können sich kleine Schräubchen in hochwertigen Airbrush-Pistolen lösen. Gerade in den hochwertigen Pistolen haben wir noch verschiedene Stellschrauben, um die Lüftung zu regulieren. Diese Schrauben können sich tatsächlich lösen bei einem Ultraschallbad, weil natürlich hier auch enorme Kräfte wirken. Bevor wir uns das Gerät jetzt anschauen, sei aber noch gesagt zum Reinigen der Düsen. Wir brauchen schon eine recht hohe Ultraschallleistung. Man sagt, Geräte ab 35 kHz sollen sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben jetzt hier ein Gerät mit 40 kHz, also entspricht genau der Norm, die wir brauchen. Das ist ganz, ganz wichtig für das Reinigen von Düsen. Wir haben als Anschauungsobjekt jetzt das Q-Tec P602. Das schauen wir uns jetzt mal genau an und dann werden wir mal das ganze Gerät auf Herz und Nieren testen. Das ist also unser Ultraschallgerät, ein wirklich kleines Gerät mit wirklich kleinen Abmaßen. Das heißt, wir können dieses Gerät wirklich schnell und einfach verstauen. Ja, wir haben einen Deckel, wir haben einen entsprechenden Plastikkorb, wo dann unsere Airbrush dann gleich zerlegt reinkommt. Innen drinne befindet sich ein Metallbehälter und wir haben an der Vorderseite drei Knöpfe, On, Off, Reset plus einer LED-Lampe. Sobald wir die On-Taste betätigen, reinigt das Gerät automatisch 3 Minuten und schaltet sich nach 3 Minuten automatisch ab. Wir können den Reinigungsprozess um 180 Sekunden verlängern, indem wir die Reset-Taste drücken. Dieses können wir dann dreimal wiederholen. Und mit welchen Flüssigkeiten arbeiten wir jetzt in so einem Ultraschallbad? Also wir arbeiten heute definitiv mit Wasser und einem Airbrush-Cleaner von Vallejo. Das werden wir so ein bisschen mischen. Wir können natürlich auch mit reinem Airbrush-Cleaner da drin arbeiten. Wir können auch mit ganz normalem Wasser nur arbeiten, aber ein Cleaner verstärkt natürlich die Reinigungswirkung bei dem ganzen Prozess.
Wichtig ist, dass ihr nicht mit Lösungsmitteln daran arbeitet und auch kein reinem Isopropanol, denn das könnte sich entzünden. In dem Gerät selbst haben wir eine Maximalmarkierung, wie hoch dort der Wasserstand oder dementsprechend das Reinigungsmittel befüllt werden kann. Ich werde das Ganze jetzt mal, ja, 3/4 Wasser und 1/4 Airbrush Cleaner. Anschließend zerlegen wir unsere Airbrush so weit wie es geht. Wie man diese Airbrush-Pistole zerlegt, habe ich euch in einem der vorherigen Videos gezeigt. Und ihr braucht auch keine Dichtung entfernen, denn die werden im Ultraschallbad nicht angegriffen. Nun werden wir den Korb in das Gerät einlegen, schließen den Deckel und drücken auf On. Wir haben nach den regulären 3 Minuten erneut 3 Minuten reinigen lassen und gucken uns jetzt mal das Ergebnis an. Also ich sehe jetzt schon, dass wir die stark verschmutzten Teile natürlich nicht sauber gekriegt haben. Die müssen wir manuell reinigen. Aber wenn wir in das Wasser hier gucken, haben wir schon einiges an Schmutz gelöst. So, schauen wir uns die Teile doch mal im Genauen an. Also wir haben hier den Body. Klar, das sind natürlich richtig heftige Verschmutzungen. Allerdings muss ich sagen, sieht man hier auch Kratzer, ne? Wir haben hier einige Kratzer von Zangen zum Beispiel. Ich bin nicht gut mit diesem Body umgegangen. Gucken wir uns eher noch die kleinen Teile an. Was mir aufgefallen ist, das habe ich auch im Internet gelesen, wir haben hier in der Düse eine Luftblase gehabt. Das heißt, das Ultraschallbad kann hier gar nicht reagieren, weil hier eine Luftblase drin enthalten war. Das heißt, man müsste die vorher vielleicht nochmal rausnehmen. Ich weiß auch nicht genau, wie man das entfernen kann. Liegt es vielleicht auch an einem Reiniger? Liegt es an dem Wasser? Ich habe keine Ahnung, wie man Luftblasen aus Wasser bekommt. Vielleicht könnte noch eine Methode mit Spülmittel funktionieren, um halt die Oberflächenspannung zu brechen. Könnte man tatsächlich nochmal ausprobieren. Auch hier unseren Farbbecher. Na klar, das sind richtig grobe, richtig dreckige Sachen. Das kann auch kein Ultraschallbad lösen. Das kriegen wir nur, ja, manuell gereinigt. Unsere Nadel, die war aber vorher schon recht sauber. Und hier haben wir den Düsenkopf und die Feststellschraube der Nadel. Aber auch hier haben wir noch einiges an Verschmutzung drin. Ja, ich würde sagen, kommen wir zu einem kurzen Fazit. Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit zu dem Ultraschallbad. Wir haben jetzt gesehen, es reinigt. Ja, reinigt es komplett? Nein. Ich habe eben schon erklärt, klar, so richtig hartnäckige Verschmutzung müssen wir manuell reinigen. Das geht mit einem Ultraschallbad einfach gar nicht, beziehungsweise vielleicht nicht mit so einem niedrigpreisigen Produkt. Zu den Düsen würde ich sagen, ja, für Düsen finde ich das, glaube ich, extrem gut. Aber das Problem ist, ich habe es eben schon gesagt, wir hatten ja eine Luftblase. Also das heißt, das Ultraschall konnte dort auch gar nicht richtig reinigen. Da muss man mal gucken. Ja, man hat gesagt, im Internet habe ich gelesen, Geräte ab 35 kHz können das. Wir haben ja ein Gerät mit 40 kHz, es hat sich eine Luftblase gebildet. Nein. Kann es also nicht. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch ein hochwertigeres Produkt, wo wir einfach mehr investieren müssen, um vielleicht eine komplett vollständige Reinigung zu erhalten. Ich bin definitiv ein Fan von der manuellen Reinigung. Ich arbeite sehr gern mit dem Extreme Cleaner von AK Interactive, weil wir einfach komplett alles damit reinigen können. Wir können unsere Düsenköpfe da drin einlegen, unsere Dichtungen werden nicht angegriffen, wir kriegen solche hartnäckigen Verschmutzungen, kriegen wir auf jeden Fall sehr, sehr gut gelöst. Wir können auch die Airbrush-Pistole gerne mal für 15 Minuten oder so in einer Lösung aus Extreme Cleaner einlegen. Das ist auch kein Problem, da passiert gar nichts und ich kriege es richtig, richtig sauber. Ich sehe das Ultraschallbad eher als eine Ergänzung, um zu sagen, okay, wir machen eine manuelle Reinigung und um wirklich sicher zu gehen, packen wir jetzt alle Teile auch nochmal in das Ultraschallbad und wir werden sehen, es wird sich definitiv was lösen, da gehe ich fest von aus. Aber es ist irgendwie ja auch so eine doppelte Arbeit. Wir haben jetzt hier ein Gerät für 40 Euro stehen. Ich denke mal, da gibt es noch ganz, ganz andere Geräte. Vielleicht ist es tatsächlich wie bei einer Airbrush-Pistole. Wenn ich mir eine billige China-Pistole kaufe, dann habe ich zwar auch ein einigermaßen gutes Ergebnis, habe aber nicht lange Spaß damit. Und wenn ich mir eine teure Airbrush-Pistole kaufe, habe ich sehr, sehr gute Ergebnisse und habe lange, lange Spaß damit. Wenn ich mir jetzt ein niedriges Ultraschallbad kaufe, was allerdings schon 40 kHz hat, da gibt es sicherlich noch hochwertigere Produkte, denn auch Zahntechniker, Uhrenmacher, Goldschmiede und so weiter arbeiten natürlich auch mit Ultraschallbadreiniger, aber die haben sicherlich nicht so ein Gerät bei sich stehen, sondern ein extrem hochwertiges Gerät. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ob dem die Anschaffung das auch wert ist.
40 € finde ich schon, ja, 40 € finde ich okay. Ne? Für so ein Ergänzungsprodukt finde ich 40 € wirklich okay. Wenn ich viel mit der Airbrush arbeite, dann finde ich das auch völlig okay. Ob ich nun 100, 150, 200 € für ein Ultraschallbad ausgebe, kommt immer darauf an, was ich für Arbeiten mache. Ich sehe das als Bemalstudio, sehe ich das auch definitiv als Investition. Aber als Privatmann muss man sich das wirklich überlegen. Jetzt haben wir euch die zwei Reinigungsmöglichkeiten gezeigt. Wir haben euch die manuelle Reinigung gezeigt. Wir haben euch jetzt die Reinigung mit dem Ultraschallbad gezeigt. Jetzt sollte jeder fähig sein, seine Airbrush gut zu reinigen. Für welche Methode ihr euch entscheidet, das bleibt natürlich euch überlassen. Natürlich ist eine Kombination aus beiden Methoden sehr, sehr gut. Aber natürlich, die manuelle Reinigung bleibt nicht aus. Ihr könnt nicht nur mit einem Ultraschallbad reinigen. Ihr müsst auch immer manuell reinigen. Das muss auf jeden Fall klar sein. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen für diese Folge und sage bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.